Heute gibt es einen Blätterteigkuchen einmal mit einer Nussmarzipan- und Rosinenfüllung sowie mit einer Mohnfüllung. Die Mohnfüllung ist eine Fertigmischung aus 50% Mohn sowie einer Form von Zucker und Verdickungsmittel. Ein vergleichbares Produkt von Dr. Oetker hat gerade mal 33% Mohnanteil. Die Mohnmischung. Hier 2x 150 Gramm werden mit 200 ml kaltem Wasser angerührt und benötigt mindestens 5 Minuten zum Aufquellen, bevor man es weiter verarbeiten kann. Die Nussmischung wird wieder aus Haselnüssen, Walnüssen, Mandeln sowie Rosinen und Marzipan zusammengestellt sowie mit den Resten von letzter Woche. Das Marzipan lag im Kühlschrank, damit es eine bessere Festigkeit erreicht. Diesmal rühre ich bereits eine kleine geraspelte Menge direkt unter die Nussmischung, damit das Marzipan nicht direkt wieder zusammenklebt. Funktioniert prima. Zum Schluss dann nochmal reichlich Rosinen zufügen.
Planeten. Die Mondeckmasse ist inzwischen recht fest geworden. Den Blätterteig schneide ich wieder in 6 cm breite Streifen und rolle ihn in der Breite nochmal auf ca. 8 cm dünner aus. Wie man die Streifen anordnet, kann man natürlich selber variieren. Am Rand beginnen. Mit der Nussmischung reichlich füllen. Und dann mit dem Teig dicht möglichst ohne Luft dazwischen einklappen. Nach der Hälfte des aufgebrauchten Blätterteigs wechsle ich zur Mohnmischung.
Wie sich zeigt, kann man hier die Blätterteigstreifen noch deutlich schmaler machen und mit dem Mohn eher etwas geizen. Diesmal bin ich mit den drei Teigrollen zu je 275 Gramm genau für das Backblech ausgekommen. Loser abstehenden Teil würde ich nicht leicht andrücken, damit diese Stellen beim Backen nicht leicht verbrennen. Für diese Füllung habe ich diesmal eine Backtemperatur von 180 Grad Celsius bei Umluft gewählt und eine reine Backzeit von 35 Minuten. Die Backtemperatur kann noch etwas reduziert werden, da die Rosinen doch recht schnell verbrennen. Oder oben noch mit einem aufgelegten Backpapier schützen. Die Mohnbackmischung hätte man noch etwas mehr reduzieren können, da sie im Gesamten doch deutlich aufgegangen ist, womit ich nicht gerechnet hatte.